Es wird auch allerhöchste Zeit, dass es bei uns richtig weihnachtlich wird. Ente gut, alles gut. Wo kackt die Ente? So, wir machen eine Barbarie-Ente. Und damit du auch ein bisschen weißt, lieber Klaus, dass ich mich vorbereitet habe auf diese Folge. Ich bin sehr gespannt. Eine Barbarie-Ente kommt tatsächlich durch Christoph Kolumbus erst auf dieses Brett. Okay. 1514, du sagst, wenn es nicht langweilt. 1514 eingeführt. Ich hab Hunger. Aus, okay, wir machen die Barbarie-Ente. Wir machen die Barbarie-Ente. Darf ich das auch noch kurz sagen? Unbedingt. Mit Glühweinbirnen an Marone. Also weihnachtlicher geht's nicht, oder? Verrückt, oder? Ich schneide eine Birne, das kann ich. Bei der Ente ist es im Grunde genauso wie bei der Hühnerbrust. Hier auf der Gegenseite hast du so eine Silberhaut. Die musst du wegschneiden, weil das ist es nicht schön, wenn du auf dieser Silberhaut später drauf rumkaust. Das ist, wie gesagt, hier, das muss weg. Dann geht man an der Seite einmal hier so ein bisschen lang. Man lässt nämlich die Haut, lässt man unbedingt dran, weil die verdammt lecker ist. Ist das Beste. Ernsthaft. Ist es also, wirklich das Beste. Also Haut von Vögeln ist das Beste. Wirklich, ernsthaft. Aber komm mal weiter. So, wichtig ist, schau mal, du schneidest die Haut, schneidet man so ein. Ja. Ganz dünn einschneiden. Nur die Haut, nicht das Fleisch drunter. Macht man das eigentlich, damit die Hitze auch dann da reinkommt oder einfach da für die Optik nachher? Das machst du hauptsächlich für die Optik, aber bei je größer die Brust, ja, umso wichtiger ist es damit. Ich weiß, was du sagen willst. Okay, gut. Wir braten das jetzt hier scharf an, auf jeden Fall erstmal in der Pfanne. Salz und Pfeffer. Ja. Du siehst, die Pfanne ist warm. Wir legen es rein. Und es gibt tatsächlich bei der Entenbrust gibt es zwei Meinungen bei den Köchen. Okay. Mit Fett anbraten oder ohne. Heiß anbraten oder nicht. Wir braten heiß die Hautseite an. Mhm. Im Fett. Weil dadurch meines Erachtens die Hitzeübertragung besser ist. Dann drehen wir sie und garen sie auf 80 Grad im Ofen. Also du hast beide Philosophien Taktik vereint. Genau. Okay. Und jetzt schau genau dazu. Jetzt gibt die zweite Möglichkeit, du legst die in eine kalte Pfanne rein, ja, die Ente. Und dann wiederum machst du Folgendes, wenn du die in der kalten Pfanne drin hast, gehst du her und erhitzt die ganz langsam. Dadurch tritt das Fett aus der Ente raus und dann brät die im eigenen Fett. Okay. Geht auch. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ja, du hast die schön gemacht. Birnenecken. Genau, du müsstest sie nur ein bisschen kleiner schneiden, wie ich es vorgemacht habe. Ja, klar. Einmal so durch, schmeißt du sie rein, genau, ja, dann rüber. Hätte auch die halbe gereicht, aber ich weiß, du bist ja immer übermotiviert. So, guck mal. Ja. Dann, hier kann ich schon ausmachen. Dann kannst du schon mal ein paar Maronen pellen. Die haben wir eingeschnitten, kreuzweise eingeschnitten und angebraten. Und dann gehen die normalerweise auch gut weg. Ihr erkennt eine schlechte Marone, dass man sie schlechter pellen kann. Ist tatsächlich so. Wusste ich nicht, aber... Ja, wir machen das mal hier dran. Ja. Okay, so, jetzt gehe ich her und gebe die in den Ofen und natürlich habe ich mal wieder was vorbereitet. Na klar. Ich habe schon eine Pfanne. Oh, warte mal, wir müssen die Birne drehen, glaube ich hier. Das ist hier nicht durch. Wann kommt denn der Glühwein ins Spiel eigentlich, lieber Klaus? Ja, jetzt. Okay. Ruhig bleiben. Wir machen dazu. Ja, du machst das gut. Okay. Bisschen Zucker drauf. Damit karamellisieren wir das. Und jetzt geben wir schon mal dazu, hier vorne, unseren Zimt. Mhm. So, und jetzt siehst du schon, der ist schön am Karamellisieren. Jawohl. Rotwein rausgeholt. Jawohl. Wow, 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 wow. So. Das ist Glühwein jetzt. Das ist Glühwein. Jetzt nehmen wir ein bisschen Nelke. Ja. Das sind alles die klassischen Weihnachtsgewürze, ne? Unbedingt. Nelke, Sternanis, Orangen. Das sind Orangen, Blüte. Blüte, sag ich doch. So, und hier haben wir noch, wie du gerade schon sagtest, den Sternanis. Ja. Super. So, jetzt lassen wir die Birne so einen ganz kleinen Moment einkochen. Ja. Können wir ruhig auf der höchsten Stufe stehen lassen. Und bei der Ente zeige ich dir jetzt mal, wie einfach das Ganze geht. Guck mal. Hier stellen wir den Teller hin. Da kommt jetzt gleich die Birne. Dann hast du ja schön hier die Maronen auch schon. Jawohl. Bei den Maronen schaut bitte, dass ihr europäische Maronen holt. Französische zum Beispiel. Die sind richtig lecker. Die sind auch wirklich nur in dieser Größe. Mhm. Die chinesischen, das sind ohne Quatsch, das sind Trümmerteile. Die sind dreimal so groß. Okay, ja, gut. Die schmecken aber überhaupt nicht. Nee, okay. Deshalb, Nachteil bei den französischen ist, sie kosten leider auch ein bisschen mehr. Aber es ist wirklich geschmacklich eine super Sache. Okay. Alles klar. Jetzt gehen wir her. Nehmen uns hier unsere Birne, die legen wir hier unten hin. Mm, cool. Oder?
Schau mal, die haben auch ein bisschen von der Glühweinfarbe natürlich angenommen. Das sieht optisch auch schön aus. Je länger du das jetzt hier drin lässt, umso schöner wird das noch. Ne? Das, wie gesagt, sowas würde ich eigentlich immer einen Tag vorher vorbereiten. Dann können nämlich die Birnen noch richtig schön durchziehen. Genau. So, jetzt machen wir das mal gerade aus. Der Rest, der kann hier schön ziehen. Dann haben wir unsere Ente. Dann nehme ich mir mal das große Messer. Dann gehen wir her. Einmal schön, guck mal hier, was wir hier für eine schöne... So muss die dann aussehen da innen drin, also so wirklich so... Probier mal, beiß mal rein. Wunderbar. Also, oder? Wirklich eine zarte, gute Ente. Es gibt so viele regionale Bauernhöfe, auch bei uns, wo man das Fleisch hervorragend kaufen kann. Und ich kann noch eine Sache sagen, ihr bietet natürlich vom Kochatelier auch an, dass man das als Weihnachtsmenü bekommt. Ne? Ja, so ein bisschen ähnlich, aber wir haben die Ente in den Hauptgang gesetzt. Und wer keine Lust hat, Weihnachten zu kochen, wir machen das Weihnachtsmenü to go. Mit der Ente im Hauptgang. So, und das ist eine feine Sache. Die Marone noch drauf. So, und wer jetzt ganz verrückt sein will, der macht jetzt hier noch ein bisschen von dem Glühwein. Einmal so. Ach, das sieht schon schön aus. Oder? Das sieht schon schön aus. Das mag ich nicht probieren. Das solltet ihr probieren, ehrlich gesagt. Weihnachtlicher geht's nicht mehr. Also weihnachtlicher wird das auch zwischen uns heute nicht mehr. Oder? Ja, ja. Glühwein, aber haben wir schön gemacht. Das ist wirklich. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Mit allen.